Hallo ihr Lieben, heute soll es mal wieder ein etwas anderes Video gehen und zwar geht es heute um den Fictional Girls Squad. Hierbei geht es darum, sich quasi ein Team von Mädels zusammenzustellen, die dich in verschiedenen Kategorien unterstützen. Und ich habe das Video gesehen bei der Sina vom Kanal von Wörtern gefesselt und die wiederum hat es gesehen bei der lieben Sabrina vom Kanal Sabrina Morgenthaus Bücherkanal. Ich verlinke euch beide Kanäle wie eben unten in der Infobox. Ich finde es ganz cool, denn hier geht es mal nicht um die Jungs, sondern um die Mädels. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt gleich an mit den Kategorien und wen ich mir dafür ausgesucht habe. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Erste Kategorie wäre jemand, der dich zwingt, aus dem Haus zu gehen, wenn du keine Lust hast. Und hier habe ich mich für Alex entschieden von der Dämonentochter-Reihe, weil Alex einfach ein sehr, sehr sturer Charakter ist. Und Alex auch, wenn sie ihre Meinung hat, dann hat sie ihre Meinung. Und ich denke, wenn es einen Menschen gibt, der mich aus dem Haus kriegen würde, dann wäre es Alex. Die zweite Kategorie wäre jemand, der dich beschützt. Und da greife ich auf das Gleiche zurück wie Sina und entscheide mich hier für Jin von der Elemental Assassin-Reihe. Jin ist einfach eine coole Sau. Sie ist eine Auftragskillerin. Sie trainiert seit ihrem 13. Lebensjahr, wie man am besten Leute abmoxen kann. Und ich denke auch, dass sie mich da beschützen kann. Und deswegen entscheide ich mich hier für Jin, weil sie einfach cool ist. Die dritte Kategorie wäre jemand, der dir beim Umzug hilft. Und hier halte ich jetzt einfach mal dieses Buch hoch und zwar entscheide ich mich für Ellie Carmichael von der Edinburgh Love Story Reihe. Und Ellie ist einfach ein sehr, sehr herzensguter Mensch und Ellie ist immer auf das Wohl ihrer Freunde bedacht. Und ja, Ellie ist einfach ein sehr, sehr, wie gesagt, guter, freundlicher, gütiger Mensch und die würde mich auf jeden Fall nicht hängen lassen, wenn ich Umzug machen wollen würde. Und deswegen habe ich mich hier für Ellie entschieden. Und dieses Buch ist so hübsch. Ich finde es so schön, dass ich es habe. Ich freue mich immer noch. Das ist so schön. Die nächste Kategorie wäre jemand, der für dich da ist, wenn du Probleme hast. Hier habe ich mich entschieden für Sarah von Folge deinem Herzen. Denn Sarah ist auch ein Mensch, der, glaube ich, wirklich dir zuhören kann und der sich deiner Probleme auch annimmt und der dir auch gute Ratschläge geben kann. Und ich finde, hier im Buch merkt man das auch wirklich sehr gut, dass sie für ihre Freundin Cherry immer da ist und auch alles für ihre Freunde tut und gibt und ja, einfach ein sehr, sehr toller Mensch ist und deswegen entscheide ich mich hier für Sarah. Die nächste Kategorie wäre jemand, der mit dir lästert und hier entscheide ich mich für Roxy von Fall With Me. Roxy ist einfach eine coole Socke und Roxy haut immer ihre Meinung komplett raus, wie sie gerade kommt und wenn ich mit jemandem lästern würde, dann wäre es definitiv mit ihr, weil, wie gesagt, sie nimmt kein Blatt vom Mund und wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie das auch und deswegen Roxy. Die nächste Kategorie wäre jemand, mit dem du in den Urlaub fahren kannst. Da habe ich mich entschieden für Kelsey Summer von Finding It. In diesem Buch fährt sie auch in Urlaub, aber mal abgesehen davon. Aber Kelsey ist ein Mensch, die vor keinem Abenteuer zurückschreckt und die jeden Scheiß auch mitmacht. Und deswegen denke ich, wäre es ein cooler Urlaub, wenn sie dabei wäre, weil man mit ihr wirklich, wie gesagt, viele coole Sachen machen kann und sie da auch sofort dabei ist und nicht sagt, ach nee, ich traue mich nicht, sondern ja, einfach ein sehr offener und aufgeschlossener Mensch ist und halt, wie gesagt, jeden Scheiß mitmacht. Die letzte Kategorie wäre jemand, mit dem du still abhängen kannst und hier habe ich mich entschieden für Elizabeth Bennet von Stolz und Vorurteil, denn sie kommt aus einer Zeit, in der man noch still abhängen musste und ich denke, sie wäre dafür sehr prädestiniert und ich denke, mit ihr wäre das kein Problem und ja, würde sogar auch großen Spaß machen. Das war mein Girl Squad. Wie sieht denn eure aus? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare oder macht ein Video dazu. Da das hier nicht direkt ein Tag ist, tagge ich jetzt auch niemanden an dieser Stelle. Aber jeder, der dieses Video sieht und Bock hat, das Video zu machen, macht mit. Ich finde es sehr, sehr cool, weil es hier, wie gesagt, mal nicht um die Kerle geht, sondern um die Mädels. Und ansonsten bedanke ich mich immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.